Jo, servus, schön, dass ihr reinschaut. Der Wolfgang und ich sind gerade in Heidelberg auf der Storage Today. Nach ja, anderthalb Tagen ziehen wir ein kurzes Resümee und spontan würde ich sagen, also selten eine so angenehme Veranstaltung erlebt. Ja, muss ich so bestätigen. Es waren tolle Leute, schöne Vorträge, interessante Vorträge. Neugierige Leute, ist ja auch immer wichtig bei so Konferenzen, dass die Leute entsprechend Fragen stellen und das Diskussion in Gang kommt. Man muss natürlich sagen, Veranstalter ist ja die EX-Redaktion und der D-Punkt Verlag, die ja zu Heise gehören. Da hast du natürlich einen anderen Anspruch, ein anderes Klientel. Die Eintrittskarten kosten zwischen 600, 700, 800 Euro. Da kommt natürlich auch jeder. Die haben natürlich auch Ansprüche. Ich selber war ja mit im Programmbeirat, durfte also auswählen, welche Reden drankommen. Es ist jetzt nicht so, dass wir da hunderte von Einreichungen hatten. Also es ist relativ gut aufgegangen, aber es waren auch immer spannende Themen dabei. Also da muss ich sagen, es war, ich will jetzt nicht sagen, gar kein Marketing-Gelabere dabei. Ich habe ja nicht alles gehört. Natürlich kommt hier so ein Küchenhöckel vorbei, wenn wir hier sprechen, klar. Wir hatten ja, also Wolfgang hat im großen Auditorium gesprochen über Erasure Coding auf hohem mathematischen Niveau. Naja. Aber hey, das musst du erstmal machen. Für uns war Carsten Haag auf der Bühne, der für den Jens Leischner eingesprungen ist, der leider dann privat verhindert war. Ja, Carsten hat, das Thema war Grundlagen von Cloud Storage. Er hat dann eher eigentlich darüber gesprochen, warum er Cloud Storage eigentlich nicht einsetzen sollte. Sehr zur Überraschung vieler. Die Hersteller sind ganz klein geworden. Es konnte ihm aber auch keiner widersprechen. Ich sag's mal ganz ehrlich, die Fortsetzung folgt in Leipzig Ende November. Ja. Auf unserem Storage Forum. Das Storage Forum, genau. Und auch unser Ziel ist es, in zwei halben Tagen. Ja, klingt jetzt so. Auch Qualität zu bieten. Klingt jetzt ein bisschen banal. Natürlich bieten wir Qualität, nee, aber auch auf technisch interessant, verständlich hohem Niveau. Und auch hier versuchen wir zu, oder wir versuchen es, wir verhindern Marketing-Speeches und Sales-Speeches. Das will keiner sehen. Dafür. Also, wir verhindern es im Grunde ganz einfach, indem das einfach man sich keine Speaker-Slots kaufen kann und Hersteller, die sprechen wollen, durch Programmkomitee müssen. Das heißt, es gibt eine gewisse Qualitätskontrolle. Es gibt eine gewisse Qualitätskontrolle, welche Sorte Vorträge und welche Inhalte wir dann auch drin haben, auch von den Sponsoren, die natürlich einreichen können, aber sich nichts erkaufen können als Sprecherplatz. Und damit hoffen wir oder denken wir, dass wir entsprechende Qualität auch inhaltlich bieten können Ende November. Das stimmt. Wir machen natürlich jetzt hier Werbung für in eigener Sache, das ist natürlich ganz klar. Aber ich möchte es einfach auch einmal gesagt haben, ihr Teilnehmer, potenzielle Teilnehmer, ihr müsst sowas auch solltet es honorieren. Gerade jetzt hier, die X-Redaktion hat sich viel Mühe gemacht, eben dass es nicht nur eine weitere Verkaufsveranstaltung wird, sondern dass sich alle wohlfühlen. Ich fand es auch gar keinen. Also, wir haben jetzt die Großen, ne? Es war kein Dell-EMC da, es war kein NetApp da. Ich habe die nicht vermisst, ich sage es ganz ehrlich. Ja. Es ist nämlich auch so, wenn die großen Hersteller kommen, dann bringen die mehr Erwartungen mit. Und mehr Erwartungen heißt immer Leads generieren. Und es ist hier überhaupt gar nicht passiert. Also nicht für den Teilnehmer. Für den Teilnehmer spürbar. Ja klar, das ist die Währung. Dass sich alle wohlgefühlt haben, das Essen gut war, dass die mit den Vorträgen zufrieden waren, bla bla bla. Das interessiert so einen Controller bei einem großen Storage-Hersteller gar nicht. Der schaut auch die Zahlen und die muss stimmen. Genau, darum ist es eigentlich ganz gut, wenn sich dann neben uns noch ein anderer Verlag, der auch Geld verdienen will, da so eine Veranstaltung, ich will jetzt nicht sagen ans Bein bindet, aber dass die das Risiko eingehen, weil als hier nämlich die Susanne Neute von der X-Redaktion kam, hey, wir bräuchten eine Storage-Veranstaltung, da waren die Vertrieber erst so gar nicht begeistert, weil die kannten da keinen, die kannten auch kein Storage, die wussten nicht, dass da ein Demand besteht. Oh, Demand. Jetzt gehen wir ins Marketing. Oh, schwierig. aber der Erfolg ihm recht. Jetzt sind sie natürlich alle total happy, weil, soll man sagen?
Die haben kurz angekündigt, hurra, wir machen hier in Heidelberg eine Stormage-Veranstaltung. Einen halben Tag später war das Ding ausverkauft. Bei uns ging es jetzt nicht ganz so schnell, aber wir sind Sponsoren, ne? Sponsoren, ja, Sponsoren, zack, ja, ja. Da ist Bedarf da und das ist auch das, was alle Teilnehmer gesagt haben. Weil ganz ehrlich, natürlich gibt es andere Storage-Veranstaltungen. Ja, aber dann kommt im nächsten Jahr Cloud dazu und Sicherheit und hast du nicht gesehen und das Thema Storage an sich wird immer kleiner. Wird verbessert, ja. Und irgendwo spielt alles zusammen, ja. Aber also wir und auch wir das Ziel, dabei bleiben und keine anderen Leute reinholen. Das muss nicht unendlich wachsen. Genau. So, jetzt haben wir euch genug vollgelabert. Kurz Resümee. Der Storage Today, wunderbar. Ja. Kommt auf jeden Fall. Würde ich wieder kommen. Aber vorher und nach Storage, Leipzig. Storage Forum ist sicherlich auch eine ganz tolle Geschichte. Das Programm wird die nächsten Tage fertig werden. Und dann... Das war der Tusch dazu. Gibt's. Ja. Dann lassen wir das einfach stehen. Online und genau. Können wir da werden wir sehen, was dann passiert. Genau. So, danke, dass ihr so lange durchgehalten habt. Bis zum nächsten Mal. Und dreh dich einmal um. Speicher Stief auf Twitter. Speicher Karl. Wir sehen uns. Bis dann. Servus.